Es natürlich so, dass man einfach sich auch bei Man City entschuldigen muss, dass jetzt über die ganze Zeit ja, über den Spieler gesprochen wurde. Jetzt sind wir alle gut beraten, einfach ja, nichts mehr zu der Sache zu sagen, sondern einfach nach außen, nach innen erstmal Ruhe zu bewahren. Ich glaube, dass das ja, grundsätzlich dann auch wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, dass keiner mehr über irgendwelche Spieler spricht, die bei den anderen Vereinen unter Vertrag stehen.